wenn dein Partner deine Gefühle nicht akzeptiert. Das kommt so oft vor in Beziehungen und dazu hatte ich vor kurzem ein TikTok hochgeladen und das sehr gut ankam, wo es darum ging, Intimität entsteht dadurch, dass wir uns gegenseitig in unseren Gefühlen annehmen und wertschätzen, so wie sie sind und uns nicht dann ablehnen. Und ich hatte in dem Video auch erklärt, dass es Beziehungen gibt, wo man nicht wirklich offen und ehrlich über seine Emotionen sprechen darf oder kann, weil sonst der Partner anfängt, dich zu erniedrigen, tagelang oder wochenlang zu ignorieren, dich zu erpressen. Ja? Passiert sehr, sehr oft, gerade auch bei Eheleuten, ne, wo der Partner dann, wenn gerade die Mutter, also die Ehefrau mit Kindern zu Hause ist, ihr kein Geld mehr gibt. Also Erpressen gibt es in so vielen Bereichen in Beziehungen, wo ich mir denke, ist das für dich Beziehung? Weil das ist dann keine Beziehung, das ist Versklavung. Und was meine ich jetzt damit, dass deine Emotionen nicht gewertschätzt werden? Wenn du sagst, das möchte ich nicht oder das tut mir weh, oder also du redest wirklich offen und ehrlich über deine Emotionen, über das, was in dir ist. Weil wenn wir Gefühle haben, sind sie im Körper und wir können sie nicht einfach wegmachen erstmal. Wenn wir mit Gefühlen arbeiten, dann sollten wir sie wahrnehmen. Was ist in mir drin? Und wir haben in unserer Gesellschaft nicht gelernt, wahrzunehmen, was in uns ist und wertzuschätzen, was in uns ist, sondern es wird sofort weggemacht, es wird sofort abgelenkt, es wird sofort verurteilt. Wenn du sagst, ich spüre in mir Hass, weil, ich spüre in mir Ekel, weil, ich spüre in mir Ablehnung, weil, ja, das darfst du dann schon nicht sagen und dann gibt es, ja, dann bei vielen wird es dann zu großen Problemen. Wenn du in einer Beziehung bist, wo du sagst, okay, ich kann tatsächlich nicht wirklich ehrlich kommunizieren. Das würde Probleme geben. Ja, also da würde, weiß ich, da gibt es auf jeden Fall Konsequenzen, wenn ich jetzt wirklich darüber rede, was ich denke und was ich fühle. Vor allen Dingen, was ich fühle, was ich in mir fühle. Dann nicht sofort erstmal deinen Partner verurteilen, sondern überlegen, wo in meiner Kindheit wurde ich nicht für meine Gefühle gewertschätzt? Wo konnte ich in meiner Kindheit nicht offen und ehrlich über das reden, was ich will, was ich nicht will? Oft gab es in der Kindheit für die Kinder, die durften keine Grenzen setzen. Es wurden ihnen Grenzen gesetzt, aber sie durften keine Grenzen setzen. Ne? Wenn die Mama oder der Papa oder der Onkel dich umarmen will, wirst du umarmt. Ich hasse das auch in Tunesien wirklich, ich mag das gar nicht. Und bei meinen Kindern ist es immer wieder ein Thema. Wenn wir da hingehen, will ja jeder kommen und dich küssen. Links, rechts. Und wenn es meine Kinder nicht möchten, dann müssen sie niemanden küssen, sie müssen auch niemanden umarmen. Und das kommt so schlecht an. Also ich habe da wirklich Erfahrungen gemacht, wo ich auch gespürt habe, das war schmerzhaft in meinem Körper, diese Ablehnung zu spüren von Verwandten, die mich dann direkt darauf verurteilt haben, wie schlecht meine Kinder erzogen sind, weil sie sie nicht küssen und umarmen. Aber es gibt eine gewisse Grenze. Wenn mein Kind das nicht möchte, dann möchte es es nicht. Und es ist auch bei mir der Fall. Es gibt gewisse Menschen, da möchte ich nicht, dass sie mich küssen und dann lasse ich das auch nicht zu. Und auch da sehe ich große Verurteilung. Ich gebe gerne die Hand, das mache ich halt immer noch, das gerne, manchmal auch nicht gerne, aber ich mache das noch. Meine Kinder müssen es nicht tun, wenn sie nicht wollen. Und dann kommen halt manchmal Leute, die geben dir links-rechts Küsschen, ich will es nicht. Ja, ich will es einfach nicht. Manchmal gibt es auch Männer, die nutzen das aus, also wirklich gierig. Ich weiß, dass es nicht in allen Ländern so ist. In Tunesien gibt es das halt unter Verwandten, wenn da Angeheiratete, was weiß ich, was kommt und dir dann links, rechts Küsschen gibt. Ich möchte das bei gewissen Menschen einfach nicht und dann, okay. Aber bei Kindern wird es in der Kindheit unterdrückt und sie dürfen nicht und sie müssen das tun. Wenn Kinder so aufwachsen, ist, überlegt mal. Man sagt ja oft, Kindern müssen Grenzen gesetzt werden. Dann sage ich, ja gut, aber da muss dir auch eine Grenze gesetzt werden. Und da müssen den Männern auch Grenzen gesetzt werden. Den Frauen müssen Grenzen gesetzt werden. Den Ärzten, den Lehrern, den jeden. Aber das, wenn ich jetzt sage, Frauen müssen Grenzen gesetzt werden, dann werden alle sich erschrecken. Aber wenn ich sage, Kindern muss Grenzen gesetzt werden. Grenzen in einem Rahmen, wo ich darüber aufpasse, dass das Kind mir nicht aus dem 8. Stock runterspringt. Grenzen, wo ich darauf aufpasse, dass das Kind nicht auf eine Autobahn rennt. Aber nicht Grenzen, dass ich sage, er hat nicht zu reden, wenn ich rede. Oder, naja, das ist ein Thema, da könnte ich stundenlang drüber reden. Mir geht es darum, wenn du in einer Beziehung bist, die sehr toxisch ist. Toxisch in dem Sinne, dass du nicht du sein kannst, weil sonst gibt es für dich Konsequenzen. Ist es ein Zeichen, dass in deiner Kindheit
diese gleiche Toxizität, sagt man das, auch da war. Dass du auch in der Kindheit nicht dein volles Potenzial leben durftest, du sein durftest, deine Gefühle ausleben durftest. Warst du wütend, musstest du ruhig sein. Warst du zu laut, musstest du ruhig sein. Hast du irgendetwas gesagt, was nicht dahin passt, wurdest du dafür verurteilt, bestraft, was auch immer. Und deswegen hast du gerade jetzt diesen Partner da. Die Menschen, die in unser Leben kommen, sind immer ein Spiegel dessen, was wir in uns nicht geheilt haben. Es ist ein Zyklus. Alles, was wir erlebt haben, gerade die ersten 7 Jahre und die ersten 3 Jahre, da sind viele Dinge passiert, an die wir uns nicht erinnern können, wo Grenzen überschritten wurden, wo wir emotional verletzt wurden, weil wir angeschrien wurden, weil wir nicht ernst genommen wurden, weil wir klein gemacht wurden. Das wiederholt sich, wenn du 30 bist, wenn du 40 bist, wenn du 20 bist. Es wiederholt sich dann einfach. Und es ist dann nicht dein Partner der Böse, sondern okay, wo in mir kann ich noch in die Heilung gehen, um das im Außen dann zu verändern und es zu schaffen, jetzt wirklich Grenzen zu setzen und es auch zu schaffen, meine Gefühle trotzdem zu kommunizieren, trotz dass ich Angst habe, dafür verurteilt zu werden. Also umso mehr du in dir heilst, und ich spreche aus eigener Erfahrung, umso mehr du in dir erkennst, woher das kommt, desto mehr wirst du deine Wahrheit aussprechen können. Natürlich ist da immer noch eine Angst, verurteilt zu werden, nicht verurteilt zu werden, erpresst zu werden. Und guck, es ist so, auf traumatischer Ebene, wenn wir in der Kindheit die Erfahrung gemacht haben, dass wir keine Grenzen setzen dürfen, dass unsere Eltern aber alles machen dürfen, was sie wollen, aber wir nicht, weil Eltern sind ja Respektpersonen, so sind viele von uns leider erzogen worden, dann fühlt sich Grenzen setzen an wie Sterben. Es gibt Coaches da draußen, die dann sagen, er muss einfach den Mund aufmachen. Ja? Musst du das und das sagen? Die geben dir dann so Sätze, die du sagen sollst. Kannst du nicht. In dem Fall, wenn dann etwas passiert, kannst du den Mund nicht aufmachen. Und dann bist du noch erniedrigt, ja, hättest du mal den Mund aufmachen können. Es geht nicht, weil es in deinem Nervensystem abgespeichert ist. Du kannst dich dann nicht verteidigen. Du kannst nicht Grenzen setzen. Wenn du anfängst zu lernen, woher das kommt, dann kann man daran arbeiten, es für dich sicherer zu machen, Grenzen zu setzen. Grenzen setzen fühlt sich an wie der Tod, weil damals wurdest du dafür erpresst, verurteilt, vielleicht sogar geschlagen, was auch immer. Und es ist so gespeichert im Nervensystem. Da gibt es auch total interessante Experimente, dass wenn du wieder als Erwachsener vor einer Situation stehst, wo du Grenzen setzen könntest, den Schmerz, den du als Kind hattest, dass du lieber den Mund hältst, weil du weißt, es gibt jetzt Schläge oder ich darf da nichts essen oder nicht nur Schläge. Selbst die emotionale Distanz der Eltern, die Kälte, mit der sie sich bestrafen können, indem sie mit dir einfach nicht mehr reden, ist so schmerzhaft für ein Kind, dass dieser Schmerz als Erwachsener ist immer noch gespeichert, man hat es vergessen. Und wenn du dann Grenzen setzen musst, kommt dieser Schmerz hoch und du kannst es nicht. So ein unbewusster Mechanismus, dass man sich dann noch zusätzlich selbst verurteilt und sagt, hätte ich mal den Mund aufgemacht, warum bin ich denn so? Wie wäre es, wenn du liebevoller mit dir umgehst? Wenn du wertschätzender mit dir umgehst und verstehst, dass du in gewissen Situationen nicht so reagieren kannst, wie du willst, weil da einfach ein Trauma vorliegt und dass man an diesem Trauma arbeiten kann. Wenn du mit mir gerne zusammenarbeiten möchtest, unten ist ein Link, da können wir zusammen kurz telefonieren und ich schaue, ob ich dir helfen kann. Wenn ich dir helfen kann, dann können wir sehr, sehr gerne miteinander arbeiten und ich begleite dich dabei, solche Themen für dich aufzulösen, sodass du es auch außen in der Realität sehen kannst. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.